Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne das Unboxing einer Special Mystery Box von Purish zeigen. Okay, ja, so kann man es nennen. Und zwar haben wir hier die Pride Mystery Box, die Maxim in Kooperation mit Purish erstellt hat. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hier mal reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst würde ich einfach mal gerne die nackten Fakten auf den Tisch legen. Ne? 99,90 Euro kostet die normalerweise. 178 Euro soll der Wert der Produkte sein. Mit dem Code CLAUDISWELT15 kannst du 20% bis zum 15.06. sparen. Ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, ich verdiene daran eine kleine Provision. Und jede verkaufte Box spendet 5 Euro an den Bundesverband Trans. Die Boxen sind aktuell noch verfügbar bei Purish und du findest den Link dazu unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, so viel erstmal zu den Hard Facts. Wir haben hier keine Pflege drin, nur dekorative Kosmetik und ein Beauty Tool. Und ich habe hier so Timestamps drin, das heißt, falls ihr manche Sachen nicht hören könnt oder möchtet, könnt ihr gerne weiterskippen. Ich möchte euch aber gerne so ein bisschen auch den Vibe mit weitergeben, den Maxim uns gegeben hat, als wir eine, ich glaube, es war so eine Art Skype- oder Zoom-Konferenz, die wir halt hatten, bevor die Boxen halt verschickt worden sind, ne? Da waren verschiedene Creator mit Maxim und unserer lieben Jenny auch zusammen in einem, man hat sich halt gesehen gedünsen und Maxim hat uns die Geschichte dahinter erzählt und es war sehr, sehr rührend, um ehrlich zu sein. Und es ist einfach sehr wichtig, dass euch diese Message auch weiter mitvermittelt wird. Dementsprechend wollte ich das einfach auch in diesem Video machen. Ich nehme selten ein Blatt vor den Mund, deswegen werde ich das jetzt auch in diesem Fall nicht tun. Und ja, es ist der Pride-Monat. Wir haben Juni. Das heißt, viele Marken hauen jetzt wieder die Regenbogenflaggen raus und so weiter und so fort. Bei Purish und bei Maxim ist es übers ganze Jahr halt so, dass das halt gelebt wird, dass es einfach selbstverständlich sein sollte, homosexuell zu sein oder auch die ganze LGBTQIA+-Community zu supporten und das Ganze halt als normal so zu machen, ne? Und dass die Gesellschaft da halt einfach das mehr so akzeptiert, ne? Das merkt man bei Purish vor allem daran, dass super viele Marken dort auch vertreten sind im Online-Shop, die eben auch von Brand-Ownern sind, die halt aus der Norm ein bisschen herausfallen, was auch sehr, sehr schön ist. Also da denkt man an Made by Mitchell, man denkt da ja auch an Jeffree Star tatsächlich, aber Jeffree Star ist in dieser Box nicht vertreten. Leute, Gott sei Dank, wir freuen uns da alle drüber. Natürlich auch Maxim, ne, der ja selber homosexuell ganz offensichtlich ist. Er hat uns das Geheimnis gelüftet, als wir unseren Videocall hatten. Da musste ich auch ein bisschen lachen. Schließlich habe ich seinen Lebensgefährten Danny ja auch schon live und in Farbe kennengelernt. Nun denn, auf jeden Fall ist es eine Sache, die einfach jetzt gerade im Juni etwas mehr gehört wird als übers ganze Jahr halt, ne? Und dementsprechend wird dieser Monat halt auch gerne dafür genutzt, eben solche Messages mit an die Hand zu geben. So, und da hat Maxim uns einfach erzählt, dass er letztens in einer Bar war, wo er quasi auch mehr oder weniger aufgewachsen ist, wo er in seiner Jugend auch viel war und dort jemanden getroffen hat, der, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, sein Herz sehr berührt hat einfach. Also jemand, der oder die, eine Person, die in den Anfängen, also so in den 70er Jahren, halt mit dafür verantwortlich war und mit dafür gekämpft hat, dass überhaupt diese ganze Homosexualität, LGBTQIA+-Geschichte legalisiert wird. Und anfangs war das halt, so wie wir das alles kennen und wissen, höchstwahrscheinlich, hoffentlich, also sollten wir auf jeden Fall wissen, nicht so einfach und vor allem nicht so selbstverständlich wie heutzutage. Und da sind ziemlich viele traurige Geschichten leider auch mit entstanden. Und diese Person hat es einfach total cool gefunden, dass Maxim halt jetzt ganz offen und wie selbstverständlich mit seiner Homosexualität umgeht und lebt. Dass er einfach ein Mensch ist, ein Mann ist, der hier bei YouTube sich schminkt und ne, damit sein Leben ja auch irgendwo mitfinanziert. Und das hat die Person halt sehr, sehr glücklich gemacht. Und ja, da sind die dann ins Gespräch gekommen und dann hat Maxim den Bundesverband Trans über diese Person auch kennengelernt. Und so ist auch dieser
dieser Verband mit in diese ganze Geschichte gekommen, dass dort pro Box 5 Euro gespendet werden. Maxim spendet seine Gage. Soweit ich das gehört habe, spendet auch Contra Junkie einiges an diesem Bundesverband Trans, was ich einfach mega krass finde. Und ja, genau. Deswegen wollte ich das halt auch nochmal mit auf den Weg geben, zumal der Bundesverband Trans auch dafür da ist, nicht nur die jetzt aktuell Flüchtenden auch aufzunehmen, die wegen ihrer Sexualität halt zum Beispiel fliehen, ne? Weil die in ihrem Land eben nicht ihre Homosexualität frei leben dürfen und in ihrem Land dann wahrscheinlich deswegen auch umgebracht werden könnten, sondern sie kämpfen auch für Ausgleichszahlungen, die Menschen bekommen sollen, die ganz am Anfang dieser ganzen Geschichte, naja, was heißt ganz am Anfang, ich glaube bis vor 10 Jahren, bei Geschlechtsangleichungen eine ganz, ganz schlimme Geschichte mitmachen mussten. Und zwar wurden sie dazu verpflichtet, unfruchtbar zu werden. Also quasi, ja, das ist krass. Das ist eine Art Kastration gewesen, die da stattgefunden hat. Eine Zwangssterilisierung nennt sich das. Und das finde ich extrem traurig, weil diese Menschen werden niemals Kinder haben können. Und ja, das tut Menschen weh. Und gerade ich, die jetzt gerade schwanger ist, leidet da tatsächlich auch sehr mit, weil ich mir einfach denke, wie schlimm ist das bitte? Jeder Mensch sollte die Option immer haben dürfen, egal ob man irgendeine andere Entscheidung im Leben getroffen hat irgendwann mal, ne? Dass man sich fortpflanzen möchte, dass man Kinder haben möchte, Kinder in die Welt setzen möchte. Und ja, ganz am Anfang, von den 70er Jahren eben bis hin vor 10 Jahren, wurde das halt verpflichtend durchgeführt. Und das finde ich total traurig. Und da setzt sich der Bundesverband Trans halt auch mit für ein, dass dort Ausgleichszahlungen gemacht werden, dass den Menschen geholfen wird. Und das finde ich einfach sehr, sehr unterstützenswert. Genau. Ja, also ich habe mir auch so ein bisschen was aufgeschrieben, was Maxim uns halt auch so erzählt hat, weil es war halt ein sehr bewegender Call, den wir hatten. Und ich habe da einfach, mitgeschrieben. Ihr kennt das von mir. Genau. Aber ich glaube, ich habe soweit alles auch genannt, was ich für wichtig halte. Ja, und eben um das Ganze zu vereinen, um dem Ganzen halt noch ein weiteres Sprachrohr zu geben, wurde das Ganze jetzt auch mit dieser Box zusammengestaltet, sodass dann quasi eine mega coole Experience halt für uns gegeben wird, die Boxen auspacken, wenn man sich die Box kauft, dass man geile Produkte hier drin hat. Gleichzeitig aber dann halt auch wirklich unterstützenswerte Marken unterstützt und etwas Gutes tut, indem man ja auch quasi spendet dann gleichzeitig. Also ich finde es sehr, sehr geil und ja, deswegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal in die Box hinein. Liebe Grüße an dieser Stelle an Maxim. Ich hoffe, du schaust mein Video. Ich finde es unglaublich schön, das habe ich auch in dem Call gesagt, dass du das einfach mit in diese Box reingebracht hast. Und das zeigt uns doch eigentlich auch mal wieder, diese ganze Beauty-Community ist doch gar nicht so oberflächlich, wie wir manchmal so nach außen hin wirken. Aber ja, tief im Herzen haben wir alle sehr große Herzen. Und das merkt man immer mal wieder, wenn dann so ein Maxim sich da hinsetzt und dann einfach so emotional und sowas von Herzen uns da seine Geschichte erzählt hat und das, was er erlebt hat und so, ist krass. Also ja, schaut auf jeden Fall auch in der Infobox vorbei. Es liegt auch, so wie ich das gehört habe, jeder Box ein Flyer entsprechend bei zum Bundesverband Trans, dass man dort auch nochmal vorbeischauen kann und sich da richtig informieren kann. Und ich finde sowas sehr, sehr wichtig, dass ja, wir leben heutzutage in einer sehr selbstverständlichen Welt, ne? Es ist für uns normal und es ist für uns normal, normal sein zu dürfen und das zu machen, was wir wollen. Es ist, für mich wäre es in Anführungsstrichen einfach, eine Frau zu küssen, ohne dass jetzt irgendwie mir jemand, keine Ahnung, Handschellen umlegt und mich an Pranger stellt oder so, ne? Das wäre vor ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten nicht so denkbar gewesen und ja, deswegen. Ich muss wirklich sagen, ein großes Lob an die Generation, die Generationen, die eben vor uns da waren und gekämpft haben, eben für so vieles, unter anderem halt auch, dass die ganze Geschichte LGBTQIA+ legalisiert wird. Das finde ich einfach krass. Ja, so. Ich habe eben schon lange Rede, kurzer Sinn gesagt, ne? Hier ist die Box, jetzt schauen wir mal rein. Und ja, diese Bordüre oder ne, da drumherum hat sogar gehalten. Und dann mache ich meine Box mal auf. Okay, die schaut von innen so aus. Ne? Das kennen wir ja weitestgehend auch so. Einmal ist hier auch Pride nochmal aufgeführt. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass da auch eine von diesen Händen von Maxim sein wird. Ich meine schon, ne? Die Hände sehen wir in seinen Videos auch immer wieder.
Und hier ja, lese ich einfach mal vor. Hey Beauty, wir freuen uns, dass du dich für unsere Pride Mystery Box entschieden hast und danken dir, dass du mit deinem Kauf dieses wichtige Thema unterstützt. Gemeinsam für mehr Akzeptanz und Toleranz. Liebe Grüße, dein Purish Team und Maxim. Ja, ne? Sehr, 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 sehr herzlich geschrieben. Und dann haben wir hier auch noch von Maxim das Bild mit dabei. Hier hat er auch einen QR-Code mit drin, dass du quasi den Look, den du dort geschminkt hast, nachschminken könntest. Das finde ich auch sehr cool. Dann ist hier auch noch aufgeschrieben, warum. Diese Marken findest du in der Pride Mystery Box. Okay, das ist, finde ich, interessant. Maxim Giacomo, der hat auch noch Produkte hier reingepackt. Giacomo Cosmetics steht für simples Design, höchste Qualität und präzise Produkte. Gegründet von Maxim Giacomo ist das Startup vegan und made in Germany. Ah, guck mal. Also da sind die Marken halt nochmal kurz beschrieben drauf. Das finde ich auch sehr cool. Hier habe ich dann auch das, was ich angekündigt habe, sogar zweimal mit drin. Bundesverband Trans, dass du dort halt einfach nochmal so ein paar Informationen hast, den QR-Code, um dann halt auf die Homepage zu gelangen und dich da einfach nochmal so ein bisschen durchlesen kannst, ne? Finde ich auch sehr wichtig, weil meine Worte sind nicht die Worte, die der Bundesverband Trans für sich nehmen würde wahrscheinlich, ne? So, dann haben wir auch noch einen Sticker hier mit drin. Das haben wir auch von Purishy jedes Mal mit dabei und dieses Mal halt wirklich passend zum Pride Month. Ja, meine Regenbogennägel sind immer mit am Start, ne? Wisst ihr Bescheid. Und hier habe ich dann auch das erste Produkt drin enthalten. Microfiber Multitool von Giacomo Cosmetics. Die sind jetzt auch bei Purishy im Onlineshop erhältlich und das finde ich auch ziemlich cool. Ich habe ehrlich gesagt auch schon vorher das Video von Maxim geschaut und habe auch schon durch meine Sammlung durchgestöbert. Und mir das ein oder andere hier zur Seite auch gelegt, sodass ich dann auch direkt euch die Produkte dann so zeigen kann. Genau, da haben wir zwei Stück von drin. Deswegen lasse ich das jetzt auch mal verschlossen. Wobei ich die theoretisch, ich werde die verwenden, definitiv. Die kannst du ja für alles Mögliche verwenden. Da sind zwei Stück von diesen Mikrofaser-Multitools tatsächlich drin. Also, du kannst damit cremige Texturen auftragen, also flüssige Texturen wie Foundation, Cream Blush und so weiter. Du kannst damit Puder auftragen, also einfach mit der Spitze unter dem Auge setzen, dein ganzes Gesicht setzen. Du kannst damit putzen, sagt Maxim immer so freundlich. Du kannst damit deine Pinsel sauber machen, du kannst damit dein Bad sauber machen, du kannst damit so viel machen, du kannst dich damit abschminken. Also das ist ein cooles Produkt, was auch bei mir immer wieder im Einsatz ist und das ist halt von außen so Mikrofaser und da drin ist so ein Schwamm halt wirklich, ne? Das heißt, es ist fest von innen und ich komme damit sehr gut zurecht und ich habe es auch immer in Anwendung, deswegen macht das Sinn, dass ich hier nochmal zwei Nachschubviecher habe. Also, Dankeschön, Maxim. Dann ist hier von Danissa Myricks auch etwas mit drin. Dieses Produkt ist richtig cool, denn die liebe Jenny hatte, also meine Ansprechpartnerin dort, hatte mich gefragt, welche Produkte ich so für mein Juni-Gedönsen haben möchte, PR-Paket. Und da habe ich mir von Danissa Myricks ein Chrome Flake gewünscht. Aber hier habe ich das ja schon drin. Das ist sehr, sehr cool. Übrigens, die Produkte, die ich hier habe, kommen auch in meinen Full-Face-Beauty-Boxen. Und ich mache auch in diesem Video eine Verlosung. Mensch, alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Da werde ich einige Produkte aus dieser Box verlosen. Ja, ne, also gönnt euch auf jeden Fall hart. Nehmt gerne an der Verlosung teil. Und dann noch ein bisschen auffüllen und so. So, hier habe ich, ja, da hat Jenny von Jennys Highlights auch immer so von geschwärmt. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Und das ist halt in der Richtung Pride. Also das ist so geil, so interessant. Das kommt, wie gesagt, habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. In Full Face Beauty Boxen wird da ausprobiert. Oh mein Gott, ist das hübsch. Ist das hübsch. Ich hoffe, dass es auf dem Auge auch mindestens genauso geil rauskommt, wie ich das jetzt hier so sehe. Und das ist halt wie so ein loser Lidschatten und den machst du dir, oder nicht loser Lidschatten, wie so ein Creme-Lidschatten und den machst du dir auf deine Augen drauf und dann soll das mega krass werden. Ich bin so aufgeregt. Ich will es eigentlich ausprobieren, Leute. Ich bin so nervös. Ich habe Angst, dass ich hier alles kaputt mache. Okay, es ist so gelig. Oh mein Gott, das hängt hier oben am Deckel dran. Okay, ich nehme jetzt hier einfach was vom Deckel. Oh Gott, sieht das geil aus. Lecco mio, was soll ich euch sagen, Leute? Ich kann es ja nicht abstreiten, ne? Das ist schon heftig. Und, oh Gott, das klebt an meinem Finger, das würde ich jetzt nicht. Dann mache ich das hier mal. Oh mein Gott. Ganze, okay. So tupfen oder wie auch immer und
zieht euch das mal rein. Das ist ja, das ist nicht Duochrome, das ist nicht Triochrome, das ist Multichrome, das ist Grün, Gold, Pink, alles. Sieht das geil aus. Wow. Und das auf dem Auge, Leute. Geht die Party hart ab. Da kann Pat McGrath, was ich heute auf den Augen drauf habe, safe einstecken, ne? Und diese Chrome Flakes könnt ihr jetzt auch gerade, ja, das, meine Hand glitzert, ne? Könnt ihr jetzt auch ab jetzt, sage ich mal, bei Purish bekommen, ne? Die haben die ja auch ganz neu erst reingekriegt, dementsprechend richtig geil. Und ihr spart auch im Juni auf Denissa Myricks mit meinem Code CLAUDISWELT15. Regulär 15%, aber jetzt gerade bis zum 15.06. sind es sogar 20%. Also schaut da gerne mal vorbei und gönnt euch das hart. Finde ich richtig geil, ne? Feier ich. So, gut. Ich glitzer. Dann habe ich hier noch ein Puder mit drin und das habe ich mir schon rausgesucht. Und zwar ist es von Love the Satin Refresh Universal Powder mit Cooling Effekt. Da nehme ich meins auf jeden Fall für das Full Face Beauty Boxen. Mag ich gerne leiden. Das hat nämlich so eine schöne, ja, Peach-rosa Farbe. Das heißt, es macht auch alles wirklich ein bisschen frischer im Gesicht. Das mag ich vor allem sehr gerne unter den Augen verwenden. Und hat hier auch so ein Puffelding mit drin, ne? Ich glaube, das war im Adventskalender sogar drin enthalten. Puffeldinger verwende ich jetzt aus diesen Dingern meistens selten. Da kann man halt das von Maxim mit verwenden. Das hat hier so ein Netz drin. Sowas mag ich ja einfach, ne? Das ist einfach schön, weil du so das Puder sehr fein rausbekommst. Und ja, es ist so fein, dass man das kaum auf dem Finger sieht. Ne? Habe ich jetzt hier auf dem Mittelfinger. Gut, man sieht, dass mein Mittelfinger jetzt gerade sehr weich gezeichnet ist. Und ich fühle es auch einfach. Das ist so schön weich. Richtig, richtig, richtig geil. Und deswegen gut, dass es hier mit drin ist. Wirklich. Ein schönes Puder. Und ja, so ein Puder hast du auch selten mal in der Mystery Box, in der Beauty Box mit drin enthalten. Ne? Sehr cool. Dann für alle die, die sich überlegt haben, sich den neuen Angel Aura Primer von Nabla zu holen, da habe ich euch hier auch schon ein Video zugeschminkt. Er befindet sich tatsächlich in dieser Mystery Box und das finde ich krass. Also die packen in diese Mystery Boxen halt auch nicht irgendeinen Ramsch oder so mit rein, der einfach weg muss, ne? Sondern es sind halt wirklich Produkte, die du neu im Shop auch findest und wo man eh schon scharf drauf ist, ne? Und die hast du hier einfach mit in der Box drin enthalten. Und so ein Ding, das kostet ja per se schon mal 30 Euro. Auch auf Nabla könnt ihr übrigens mit Claudis Welt 15 20% beziehungsweise ab dem 16. 15% sparen. Ich habe meinen hier, ihr habt ihn auch schon gesehen, ne? Ja, jetzt glitzert meine Hand natürlich, egal. Das ist einfach auch so ein schöner Primer, der auch gleichzeitig eine richtig schöne Pflege mit drin haben soll. Und ja, so pearly, wie der hier jetzt auf der Hand aussieht, sieht er auf dem Gesicht nicht aus. Also der gibt schon einen Shine, der gibt schon auch gut Glow, ne, dass man frisch aussieht. Was ist jetzt mit dem Chrome Flakes? Ich hätte die andere Hand nehmen sollen, egal. Halt schwierig, ne? Aber der macht halt nicht, dass du aussiehst wie ein Vampir von Twilight. Das ist halt eben die Sache. Und das mag ich sehr gerne leiden. Also wir ignorieren die groben, ganz groben Viecher von den Chrome Flakes einfach mal. Und hier seht ihr nämlich einfach, dass es so nass aussieht. Ne? Das ist eine trockene Hand. Läuft. Genau. Aber es ist halt einfach ein schöner, fresher Glow. Das ist so eine gelartige Konsistenz, die man dann so auf die Hand bekommt, auf das Gesicht bekommt. Und ich mag das gerne leiden. Da hält auch wirklich die Foundation sehr gut mit drauf. Ich dachte nämlich erst so, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, weil ich erst dieses Gefühl von, es könnte gegebenenfalls krümeln, hatte. Aber später habe ich auch gemerkt, dass ich das auch mit anderen Foundations zusammen verwenden kann, ohne dass da irgendwas krümelt. Also da gar keine Sorge. Ja, das ist immer die Sache. Man möchte immer gerne alles ausprobieren und zeigen. Aber man saut sich echt hart zu. Deswegen nehme ich mir jetzt hier mal ein Handtuch. Weil das nächste, was ich jetzt euch zeige, ist eine Lidschattenpalette. Und da war ich auch echt hin und weg, dass Maxine das gesagt hat, dass die mit drin ist, ne? Weil das ist krass. Das ist von Luna Beauty die neue Nude Prism Palette. Das ist diese hier. Auch die habe ich euch schon gezeigt und das Video kann ich euch hier mal verlinken. Und hier ist meine tatsächlich. Die ist wunderschön mit den Kirschblüten, die man da drauf sieht. Dieser schöne Mond, ne? Und ich finde das einfach beautiful. Zieht euch das rein, wie schön dieses Design ist. Und von innen haben wir wirklich schöne neutrale Töne. In der obersten und untersten Reihe haben wir matte Töne und in der Mitte diese Schimmertöne. Da kannst du so tolle Looks mit schminken, ne? Und du kannst da tolle Day-to-Night-Looks und so mit machen. Und ich nehme jetzt einfach mal
so ein paar Töne zum Swatchen auf. Keine Ahnung. Jetzt einfach mal drei Schimmertöne und einen matten Ton genommen, ne? Seht ihr jetzt hier auf den Fingern. Das ist echt eine schöne Qualität. Und ich weiß, dass diese Palette auch bei euch recht beliebt war. Also, ne, dass ihr mir das auch im Video geschrieben hattet, dass ihr die einfach sehr tragbar findet. Nicht so dieses klassische, Claudia möchte mal wieder in Farbtopf fallen gedönsen, sondern halt wirklich etwas für normale Looks. So, ne? Und das ist halt echt eine gute Palette dafür. Also wenn man wirklich noch auf der Suche nach einer schönen, neutralen Palette ist, ist man hier in dieser Box mit dieser Palette fündig geworden. Finde ich richtig geil. Und man kann die Töne auch zweckentfremden, ne? Als Blush, Bronzer, Augenbrauenprodukt und so. Richtig geil. Aber Leute, das war es noch lange nicht, denn ich habe hier noch ein weiteres Produkt, was recht neu ist. Und zwar ist es ein Blush Lights von Made by Mitchell in der Farbe Pink Luxe. Und auch das ist ein Produkt, was ein neues Produkt bei Purish ist, wo ich auch gesagt habe, Mensch, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Das ist einfach krass. Und ja, es ist einfach hier in der Mystery Box schon drin enthalten. Und das gibt halt auch einen richtig schönen, frischen, glowigen Blush-Effekt. Und ich mag einfach gerne, diese Liquid-Produkte oder cremigen Produkte mittlerweile. Ich habe jetzt auch von Nabla den Two Reasons heute drauf. Den sieht man, glaube ich, auch ganz dezent nur, ne? Aber man sieht ihn halt. Mag ich einfach gerne leiden. Und das hier, ich muss jetzt echt mal andersrum das machen dann wahrscheinlich, ne? Der ist sehr metallisch, aber soll ja auch eher ein Highlighter sein, den man dann als Blush-Lighter quasi verwenden kann. Also ihr seht ja auch richtig diesen Metallic-Effekt. Aber als Maxim das in seinem Video gezeigt hat, hat er das auch so ein bisschen ausgeblendet. Und das sah einfach schön und frisch aus, weil das nicht so grob komisch aussah, sondern es sah einfach fresh aus. Man sieht es jetzt auch hier, ne? Also ausgeblendet geht das vollkommen klar. Wirklich. Also schön frisch. Eine schöne Frühlingsfarbe kann ich mir für mich auch gut vorstellen. Passt jetzt auch zum Oberteil heute. Finde ich einfach geil. Also das Hut ab, Leute, dass ihr die Produkte mit reingenommen habt. Wirklich. Weil das so neue Produkte sind, ne? Mega. So. Weiter geht die wilde Reise. Drei haben wir nämlich noch hier drin enthalten. Und zwar ist es eine Mascara. Das ist die Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara in Waterproof. Ich dachte, dass es die normale Glam & Doll in Waterproof wäre. Und als ich das dann bei Instagram angeteasert habe, was in dieser Box so drin ist, habe ich leider die falsche Mascara gezeigt. Ich hoffe, mir ist da keiner böse drum. Die hier kannte ich nämlich ehrlich gesagt noch gar nicht. Also die False Lashes Mascara von Catrice Glam & Doll, ja, aber in Waterproof wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Das hat mich ein bisschen verwundert gerade, als ich die hier so rausgenommen habe. Ich dachte, die wäre dunkelblau. Genau, die ist nämlich nicht mit einem geraden Gummibürstchen, sondern mit so einem gebogenen. Und die in der normalen Variante habe ich letztens erst leer gemacht. Ups, das ist sehr interessant, ne? Finde ich echt cool. Und hat ein schönes Bananenbürstchen. Passt jetzt auch Sommer, Frühling, warm, schwitzen, wusch, wusch. Und dann braucht man definitiv eine wasserfeste Geschichte. Das ist cool. Dann habe ich hier noch ein Lippenprodukt von Catrice drin enthalten. Generation Plump and Shine, ein Lipgloss, den habe ich in der Farbe 010 Crystal Rock. Den kannst du einfach super als Topper über irgendeinen Lippenstift drüber geben oder wenn du halt diesen extrem bunten, den ich eben hier schon wieder abgemacht habe, Chrome Flake in der Farbe Pride von den Samyrix drauf hast, dann tun es auch einfach mal nudefarbene Lippen, ne? Finde ich ziemlich cool und auch einfach passend zur Box und dass ein Lippenprodukt drin ist, ist auch passend, ne? Das gehört auch mit dazu. Und das finde ich auch extrem geil. Von Suva ist das ein Hydra FX Produkt, ein Eyeliner. Ich mag ja auch gerne diese Eyeliner Paletten, die man Wasser aktivieren kann von Suva Beauty, auch da aktuell, Claudies Welt 15, weiß Bescheid, ne? Ich packe euch alle Marken sowieso, auf die gerade der Rabatt gilt, in die Infobox, ist klar, ne? Und das ist die Farbe Scrunchy und das ist eine UV aktivierbare Farbe. Das heißt, wenn das Sonnenlicht drauf scheint, dann wird das noch strahlender. Ich glaube, jetzt in der Kamera kommt das auch nicht so strahlend rüber, wie das jetzt in der Realität ist. Das leuchtet halt in so einem schönen Wassermelonen-Pink-Rot. Also schönes Pink-Rot, ne? Hier. Und das werde ich dann natürlich, ist ja auch klar, bei meinem Full-Face-Beauty-Boxen auch mit integrieren. So geil. Aber ich glaube, das hier ist jetzt einfach eins, was du mit dem Pinsel aufträgst und nicht so ein festes Produkt, ne? Doch, das ist wohl ein festes Produkt. Wie geil. Cool. Ja, sieht so aus. Und das machst du dann halt wasseraktiviert
auf die Augen drauf. Richtig geil. Da habe ich richtig Bock drauf, Leute. Ja, das nehme ich jetzt fest. Das ist ganz geil, weil wenn das so ein festes Produkt ist, ne? Das ist auch passend zum Oberteil. Ich muss unbedingt dieses Oberteil öfters anziehen. Habe ich vor 5, 6, 7 Jahren mal irgendwann online gekauft. Also gibt es sicherlich nicht mehr. Auf jeden Fall mag ich das sehr gerne, weil die Haltbarkeit dadurch einfach extrem lang ist. Hier steht zwar irgendwas drauf, aber das hält länger. Das hält einfach länger. Und das ist so geil. Also ich mag's und du hast halt jedes Mal safe, dass dann auch Farbe abgeht. Das ist halt bei Dip-Eyelinern nicht so der Fall, ne? Aber bei sowas halt immer. Also für mich ist es eine richtig geile Box. Ihr seht auch hier den Gesamtwert. Es ist ein schöner Wert. Gleichzeitig tut ihr was Gutes. Ihr habt geile Produkte. Ihr habt diesen warmen Gedanken dahinter. Und ich finde, das passt alles echt gut zusammen. Also für mich persönlich ist es die beste Mystery Box, die Purish jemals rausgebracht hat. Und deswegen Hut ab, Maxim, dass du Purish dazu gebracht hast, diese Box rauszubringen. Mega geil. Solltest du öfter machen. Aber die Mystery Boxen von Purish erscheinen ja normalerweise, ich glaube, quartalsweise? Einmal pro Quartal, genau. Und das ist jetzt halt einfach ein Ausreißer, ne? Also die ist jetzt einfach zwischendrin mal gekommen, weil es halt zu einem bestimmten Anlass ist und die jetzt einfach mit Maxim, ihr wisst Bescheid, ne? Maxim hatte eine coole Idee und geile Produkte in der Box, bam, bam. Ihr habt es mitbekommen. Ja, ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Unboxing der Mystery Box von Purish in Kooperation mit Maxim. Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare und ob ihr auch euch überlegt, die Box zu kaufen und was ihr empfinden würdet, was eventuell anders in der Box drin sein könnte, also von der Art und Weise des Produkts vielleicht her oder so. Denn ich weiß, das hat Purish mir verraten, die lesen jeden Kommentar unter jedem Video von diesen Mystery Boxen und von den Purish Videos, die generell gemacht werden. Das ist so geil, dass die einfach auch darauf achten, was können die besser machen. Also echt eine geile Firma. So, also lasst gerne euren Senf unten in meinen Kommentaren. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!